Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bevor wir mit diesem Video starten, möchte ich dich recht herzlich zu unserem gratis Webinar einladen, dessen Link du unten in der Videobeschreibung findest. In diesem kostenlosen Webinar werden wir dir Schritt für Schritt zeigen, wie du deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückbekommst und welche Fehler du genau jetzt niemals machen solltest. Außerdem können wir dir ganz gezielt auf deine derzeitige Situation eingehen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die genau auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Melde dich also direkt nach dem Video mit einem Klick in der Infobox kostenlos an. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn häufig rasten Männer richtig aus, wenn diese verlassen werden. Allerdings ist das nicht die Regel. Doch wirklich verarbeiten nur die wenigsten Männer überhaupt eine Trennung. Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Leider sind die aber sehr selten. Viel häufiger fangen die Männer an, sich abzulenken, also mehr Sport treiben oder sich gleich eine neue Frau suchen. Doch gerade das kann der falsche Weg sein, denn hier wird nur ein Ersatz für die andere Frau gesucht. Die Folge? Dieselben Fehler werden in der neuen Beziehung wieder gemacht. Die neue Frau hat darauf bestimmt keine Lust und wird gehen. Ein Teufelskreis, den auch du durchbrechen kannst. Also steht die Frage immer noch im Raum. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Und was wäre sinnvoll? Frauen gehen das anders an, denn diese lassen den Trennungsschmerz zu und suchen nicht gleich einen Partner. Genau gesagt, Männer wollen genau diesen Schmerz nicht zulassen und übergehen viele Phasen der Trauer, was zu vielen Trennungen führen kann. Tipp Nummer 1. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Den Schmerz zulassen. Eine Trennung ist schmerzhaft. Doch der Schmerz vergeht nicht durch Ablenkung. Genau das machen die Männer sehr gerne, was wirklich nicht gut ist. Der Frust, der daraus entsteht, kann schwere Folgen haben. Denn eine Beziehung, die beendet wurde, greift natürlich das Selbstwertgefühl an. Das ist normal. Du bist nicht schlecht. Oder der Fehler liegt nur bei dir. Darüber sollst du dir klar werden. Was aber bei Freunden nicht geht. Mit denen kannst du über die Trennung nicht reden. Da kommen nur dumme Sprüche, die dir aber in keinster Weise weiterhelfen. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Nimm dir eine Auszeit. Gerade auch von deinen Freunden. Überlege einmal genau, warum es überhaupt zur Trennung gekommen ist. Natürlich ist das schmerzhaft, hilft aber nicht nur deine Fehler zu erkennen. Nur wenn du dir da die Zeit nimmst, wirst du irgendwann über den Schmerz hinwegkommen. Häufig war die Trennung ein längerer Prozess und du hast es einfach nicht gemerkt. Für dich war ja die Welt in Ordnung, also die Beziehung auch. Überlege mal, welche Hinweise du überhört oder übersehen hast. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Bedeutet immer, dass du den Schmerz zulassen musst. Also lass es einfach geschehen, auch wenn dir die Tränen laufen. Klar, da fällt manchem Mann der uralte dumme Spruch ein, Männer weinen nicht. Das ist Quatsch, denn du hast auch das Recht zu weinen. Doch wenn du dir diese Zeit für dich nicht nimmst, wirst du so schnell keine gute Beziehung führen können. Wie verarbeiten Männer eine Trennung, sollte nicht in Verdrängung enden. Genau dazu neigst du aber, was dir dann später immer wieder im Weg stehen wird. Sei bei deinen Überlegungen aber objektiv. Also suche die Fehler nicht nur bei dir oder bei der Ex-Freundin. Trotz dem großen Schmerz überlege einmal, was gut gelaufen ist. Denn eine Beziehung hat auch ihre guten Seiten gehabt. Klar, im ersten Schmerz geht das vielleicht noch nicht so gut. Daher solltest du dir auch die notwendige Zeit nehmen, damit das »Wie verarbeiten Männer eine Trennung?« überhaupt stattfinden kann. Selbstverständlich musst du nicht jeden Tag oder jede Nacht zu Hause sitzen und trauern. Freunde treffen geht auch, doch übertreibe nicht. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Endet oftmals in einer übertriebenen Aktivität. Da lässt es sich gut den Schmerz verdrängen, doch der Schmerz wird dich einholen. Spätestens, wenn du dich mal nicht mit deinen Freunden treffen kannst, weil die noch intakte Beziehung führen. Also ist das bestimmt keine Lösung, womit du dann lieber zeitig den Schmerz zulassen solltest. Also, wie verarbeiten Männer eine Trennung? Ist nicht einfach.
gerade für Männer. Denn die Natur spielt hier auch immer mit, die aber noch übergangen werden kann. Überlege genau, was ihr beide falsch gemacht habt, wobei du vielleicht einige sehr schmerzhafte Erkenntnisse erlangst. Wichtig dabei hier ist auch, aus welchem Grund hat deine Freundin Schluss gemacht? Also solltest du auch darüber genau nachdenken. Tipp Nummer 2. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Viele Affären haben. Das ist einer der Schritte, wie sich Männer von einer Trennung erholen. Dabei sind dir dann die Gefühle der Frauen vollkommen egal. Denn du willst ja nur deinen Spaß. Vielleicht denkst du jetzt, dass dies doch ein guter Schritt ist. Leider ist das aber nicht der Fall, denn dein Selbstwertgefühl wird dadurch nicht gestärkt. Ganz im Gegenteil, du wirst der Sache irgendwann überdrüssig. Dabei hast du die Trennung immer noch nicht verkraftet, sondern suchst einfach nur einen Ausweg. Das ist aber genau der falsche Weg. Du solltest bei Wie verarbeiten Männer eine Trennung lieber erst einmal die vergangene Beziehung verarbeiten. Klar, wenn die Beziehung lange gedauert hat, möchtest du einfach einmal was erleben. Dumm nur, du bist überhaupt nicht bereit, eine neue Partnerschaft einzugehen. Die Suche nach einer anderen Frau wird dich zwar ablenken, dir aber ansonsten nichts bringen. Irgendwann wirst du dich mit der Trennung auseinandersetzen müssen. Das kann dann noch schmerzhafter werden, gerade wenn du die eine oder andere Abfuhr von einer Frau bekommen hast. Selbst wenn dir eine der Frauen gut gefallen könnte, sie wird dich in deinem Zustand bestimmt nicht wollen. Schlimmer noch, wenn du durch dein Verhalten vielleicht einer guten Partnerschaft im Weg stehst. Also, dann lieber mal eine gewisse Zeit alleine, also ohne Partnerin bleiben. Erst wenn du das Wie verarbeiten Männer eine Trennung erfolgreich abgeschlossen hast. Danach steht eigentlich einer neuen Beziehung nichts im Weg, doch bis dahin kann es ein langer Weg sein. Nutze die Zeit ohne Partner oder Partnerin, um dir über einiges klar zu werden. Wie verarbeiten Männer eine Trennung, ist die Frage, die immer wieder auf Verdrängung hinausläuft. Du hast keine Lust, über deine Fehler nachzudenken, sondern willst gleich mal was Neues ausprobieren. Irgendwann wirst du aber merken, dass du immer die gleiche Art von Frauen suchst. Eigentlich suchst du einen Ersatz für die verlorene Partnerin oder den verlorenen Partner. Wenn du, wie verarbeiten Männer eine Trennung, erfolgreich sein willst, musst du einfach eine gewisse Zeit alleine bleiben. Werde dir erst einmal klar, was du überhaupt für einen Typ suchst. Solange du dir darüber nicht klar wirst, können alle anderen Beziehungen nicht funktionieren. Irgendwann funktioniert auch die Ablenkung durch Affären nicht mehr. Denn das ist auf Dauer sehr unbefriedigend. Wie verarbeiten Männer eine Trennung, sollte erst einmal die Trauer abgeschlossen werden. Natürlich bist du traurig, denn eine Trennung nagt immer am Selbstwertgefühl. Doch nur weil du verlassen worden bist, bist du noch lange kein schlechter Mensch. Doch wenn du immer neue Affären eingehst, wird das deinem Ruf schaden. Irgendwann wirst du keinen guten Ruf mehr haben. Gerade wenn du die Affären im Internet suchst. Ganz im Gegenteil, die Affären werden schon genau über dich berichten. Danach wird es für dich sehr schwer, noch eine Affäre zu finden. Dann bist du doch wieder mit deiner Trauer ganz allein. Also fange lieber früher an zu trauern und zu verarbeiten. Tipp Nummer 3. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Du ziehst dich zurück. Wenn du endlich gemerkt hast, dass die vielen Affären und die Ablenkung durch Freunde nichts bringen, wirst du dich wahrscheinlich zurückziehen. Allerdings bist du immer noch nicht bereit, über die vergangene Beziehung nachzudenken. Wieder wirst du die Trauer und den Schmerz unterdrücken wollen. Das ist bei Männern normal, bringt aber doch nichts. Die vorherige Beziehung wird dich immer wieder einholen, egal womit du dich ablenkst. Vielleicht denkst du, wenn du dich in Arbeit stürzt, wird das schon. Das kannst du gleich vergessen. Denn dabei handelt es wiederum nur um eine Ablenkung. Du musst dich aber mit der vorherigen Beziehung beschäftigen. Schlimmer noch, du musst auch einmal darüber nachdenken, warum deine Ex mit dir Schluss gemacht hat. Gut, wenn sie einen neuen Freund hat, ist das sehr schmerzlich. Es wird dein Selbstwertgefühl stark angreifen. Allerdings wird auch das einen Grund haben, denn irgendwie war eure Beziehung doch nicht so gut. Daher solltest du nicht von einem Extrem in das nächste verfallen. Also ziehe dich wirklich zurück, aber suche nicht wieder nach einer anderen Ablenkung.
Beim Verarbeiten ist das nur eine weitere Phase, um nicht nachdenken zu müssen. Doch genau das musst du aber tun, damit du irgendwann wieder offen für eine neue Beziehung bist. Solange du dich aber dagegen wehrst, wird das nichts. Denn so dauert es noch viel länger, bis du endlich für eine neue Beziehung bereit bist. Du hast ja gemerkt, die Affären haben dir auch nichts gebracht. Die Ablenkung durch Freunde ist zwar ganz nett, aber bringt überhaupt nichts. Du solltest vielleicht einmal mit einem guten Freund oder einer guten Freundin über deine Gefühle reden. Das könnte dir mehr bringen, allerdings könnte da auch einige Fehler von dir ausgesprochen werden. Allerdings musst du dich genau diesem Thema stellen. Verdrängen bringt nichts. Nur wenn du schonungslos mit dir selbst bist, wirst du hinter die Gründe der Trennung kommen. Du solltest auf jeden Fall den Trennungsgrund mit einbeziehen. Denn natürlich hast auch du in der Beziehung so einige Fehler gemacht. Das wird dir die Ex schon gesagt haben. Was dir natürlich sehr wehgetan hat. Also, wenn du wirklich beim Verarbeiten der Trennung erfolgreich sein willst, musst du etwas dafür tun. Ehrlichkeit ist wichtig, auch wenn einiges sehr schmerzhaft ist. Doch du wirst mehr über dich erfahren, als wenn du dich zurückziehst oder vielleicht wieder nur eine andere Ablenkung suchst. Genau das ist immer wieder der falsche Weg und endet niemals da, wo du es gerne wärst. Denn du willst ja eigentlich später wieder eine Beziehung. Aber bitte die vorherige nicht aufwärmen. Zurückziehen ist in Ordnung. Doch verbringe diese Zeit sinnvoll und nicht durch Überstunden auf der Arbeit. Das ist schwer, gerade da Männer lieber ständig die Abwechslung suchen. Tipp Nummer 4. Wie verarbeiten Männer eine Trennung? Du wirst wütend. Das ist ganz normal und auch nicht weiter schlimm. Solange du die Wut nicht an deiner Ex auslässt. Vielmehr musst du wütend werden, um dann endlich mit der vergangenen Beziehung abschließen zu können. Aber halte deine Wut unter Kontrolle, damit du nicht eine Schlagzeile wirst. Vielleicht hast du ja schon von der ein oder anderen Tat gehört oder gelesen und konntest das nicht verstehen. Genau in dieser Situation befindest du dich aber jetzt. Daher musst du bei der Verarbeitung der Trennung deine Wut kontrollieren. Sollte dir das alleine nicht wirklich gelingen, so hole dir Hilfe. Denn unkontrollierte Wut führt dann zu unkontrollierten Taten. Es würde dir nichts bringen, wenn du jetzt deine Ex attackieren würdest. Also halte dich fern von deiner Ex-Beziehung und halte diese Wut ruhig ein wenig bei. Denn nur wenn du diese letzte Phase bei der Verarbeitung der Trennung durchlebst, wirst du endlich wieder für eine neue Beziehung bereit sein. Falls du die ersten drei Tipps nicht durchlaufen hast, dann solltest du dir in deiner Wut doch einiges klar machen. Warum ist die Beziehung gescheitert? Und was kannst du an dir selbst ändern? Solange du diese Arbeit nicht gemacht hast, wirst du nicht für eine neue Liebe bereit sein. Denn du wirst dich im Kreis drehen und die ersten drei Phasen immer wieder durchlaufen. Also, wenn du das beim Verarbeiten der Trennung nicht durchmachen willst, solltest du einen anderen Weg einschlagen. Die Wut muss sein, denn natürlich macht das Verlassenwerden immer wütend. Doch du musst die Trauer und den Schmerz erst durchlaufen haben, bevor du zu diesem letzten Schritt kommen kannst. Klar, das hört sich leichter an, als es ist, denn Männer verarbeiten ihre Trennung etwas anders. Es ist ja einfacher, sich abzulenken und mit Freunden auszugehen, als über seine eigenen Fehler nachzudenken. Das macht keinen Spaß, doch auch deine Affären haben dir nichts gebracht. Also durchlebe diese Wut, aber dann eher für dich alleine. Lass dich nicht zu einer unüberlegten Tat hinreißen, sondern denke lieber an die Zukunft. Überlege, wie die nächste Beziehung besser laufen könnte. Dazu gehört auch beim Verarbeiten der Trennung, dass du über dich und deine eigenen Fehler nachdenkst. Klar, das machen nicht nur Männer nicht gerne, denn hier schlägt die Natur wieder einmal zu. Denn eigentlich fühlst du dich vollkommen, aber das ist kein Mensch. Also halte die Selbstkritik ruhig einmal aus, damit du dann die Wut verarbeiten kannst. Bald wirst du merken, es handelt sich um Wut, die nichts mit der Ex zu tun hat. Du bist wütend auf dich, was du falsch gemacht hast. Genau das ist aber beim Verarbeiten der Trennung ein ganz wichtiger Schritt. Wenn du einmal zu dieser Erkenntnis gekommen bist, wirst du garantiert eine viel bessere neue Beziehung führen können. Die Wut ist gut, also lasse diese beim Verarbeiten der Trennung zu. Danach bist du dann endlich wieder frei.
Ich hoffe, dir hat auch dieses Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein Like und einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unser kostenloses Webinar, was wir dir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Wir zeigen dir dort alle Tricks und Kniffe, um deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückzubekommen und welche Fehler du derzeit unbedingt vermeiden solltest. Derzeit haben die meisten unserer Kunden dies in weniger als 17 Tagen geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du einer von diesen Glücklichen bist und wir uns gleich im Webinarraum wiedersehen.